Hier ein kleines Scherzchen, das ich einmal gemacht habe in einem meiner Bücher. Wenn wir die Heisenbergsche Unschärfe-Beziehung betrachten und die Konsequenzen, die Geschichte ist die folgende: Wir haben diesen Autofahrer und der wird vom Polizisten aufgehalten und der Polizist sagt: Wissen Sie, warum ich Sie jetzt gestoppt habe? Und der Autofahrer sagt: Ich kann nur vermuten, dass ich vielleicht zu schnell gefahren bin. Sagt der Polizist: Was heißt vermuten? Sie müssten doch das sehen auf Ihrem Tachometer. Sagt er: Nein, ich habe den Tachometer abgehängt oder hier ausgebaut. Sagt der Polizist: Ja, warum, das dürfen Sie nicht? Dann ist ja, entspricht Ihr Auto nicht mehr den Verkehrsvorschriften. Dürfen Sie gar nicht weiterfahren. Sagt: Ja, wissen Sie, ich habe einen Beruf, ich muss da viele Lieferungen machen, ich muss immer ganz genau wissen, wo ich bin. Und von Heisenberg habe ich gelernt, dass ich nicht gleichzeitig wissen kann, wo ich bin und wie schnell ich fahre. Und der Polizist, sehr aufgeklärt, sagt: Okay, ich verstehe das, eine der schlauesten Erklärungen, die ich je hörte, aber ich strafe Sie nicht, aber Sie müssen mir versprechen, sich heute Abend auszurechnen, was die Heisenbergsche Unschärfe-Beziehung wirklich bedeutet, in Ihrem Fall. Nicht? Und da sieht man, dass das natürlich subatomare Dimensionen sind in realistischen Abschätzungen.